Für die heimischen Radsportler ist eine lange und sehr erfolgreiche Saison zu Ende gegangen. Der Südtiroler Landesverband hat die besten Pedalritter, egal ob auf dem Mountainbike, dem Rennrad oder mit dem Handbike, zu einer gemeinsamen Saisonabschlussfeier nach Fern eingeladen, wo noch einmal auf die größten Erfolge des Jahres 2013 zurückgeblickt wurde. Es ist eigentlich zu wundern, wie gut und wie stark sich so eine kleine Region wie Südtirol oder die Provinz wie Südtirol sich präsentieren kann. Und das ist wirklich perfekt, dass wir nicht nur italienweit, sondern weltweit von dran nicht nur mithalten können, sondern teilweise auch das Tempo vorgeben können. Bei den Mountainbikern fehlte mit Doppel-U23-Weltmeister Gerhard Kerschbaumer zwar einer der Protagonisten, doch auch Eva Lechner hat eine ganz besonders erfolgreiche Saison hinter sich. Die 28-jährige Eppanerin wurde mit der Teamstaffel Europa- und Weltmeisterin, konnte außerdem bei den kontinentalen Titelkämpfen die Silbermedaille im Einzelrennen holen und feierte im Weltcup einen Sieg, wurde zweimal Zweite und einmal Dritte. Der Lohn? Platz 1 in der UCI-Weltrangliste. Es ist ein besonderes Gefühl, am Ende des Jahres Nummer 1 zu sein. Für mich war es schon dieses Jahr erstmals Nummer 1 zu sein. Und das Jahr danach mit dem zu beenden, ist natürlich noch mal toller. Und das freut mich natürlich besonders. Und es ist ein guter Abschluss für die sonst schon so gute Saison, die ich heuer hatte. Trotz der vielen Erfolge erinnert sich Lechner an ein Rennen ganz besonders gerne zurück. Ich denke mal, der Weltcup-Sieg in Albstadt war schon ganz was Besonderes. Nach einem eher schwierigen Jahr im vergangenen Jahr rund um Olympia. Und dann kommt man zum ersten Weltcup und gewinnt den gleich und zum Auftakt. Das ist dann schon ein ganz besonderes Gefühl. Nun ist bei der Überrätscherin nach der kräftezehrenden Saison erst einmal Ausspannen angesagt. Ich verbringe viel Zeit jetzt mit meinem Pferd und genieße diese Zeit, einmal das Nichtstun und mal nur ausspannen und machen, was man Lust hat. Und ja, ich denke, das braucht es mal, um den Kopf frei zu bekommen. Bei den Frauen stand Anna Oberparleiter meistens im Schatten von Eva Lechner. Einmal konnte sie ihrer Südtiroler Konkurrentin aber die Schau stehlen. Heuer, mit der heurigen Saison, bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil ich bin bei der Cross-Country-Italien-Meisterschaft Zweite geworden, was ich mir eigentlich eh zu erwarten hätte. Und mein großes Ziel in der Saison war die Italien-Meisterschaft für X-Geliminator in Gröden drin. Und das habe ich geschafft und das habe ich gewonnen. Und ja, die Eva Lechner zu schlagen, ist eigentlich ein wahnsinniger Erfolg für mich geworden. Aber auch WM-Teilnehmerin Lisa Rabensteiner, ihr Bruder Fabian oder der Saarner Michael Spögler, Dritter bei den Italienmeisterschaften in der Altersklasse Junioren, können auf eine erfolgreiche Mountainbike-Saison zurückblicken. Genauso wie die junge Greta Weitaler. Die Finchkerin vom Ötzi-Bike-Team, die nun zum Ghost-Bike-Team wechseln wird, hat bei den Juniorinnen zwei Weltcuprennen gewonnen, stand ein weiteres Mal am Podium und wurde bei der WM in Pietermaritzburg Achte. Gestartet hat sie unglaublich in den zwei Siegen errungen, was ich logisch nicht erwartet habe, weil das war mal so ganz etwas Neues von mir. Und dann bin ich im Laufe von der Saison habe ich gemerkt, wie ich einige Probleme gehabt habe und ich bin müder geworden und so weiter. Aber schlussendlich bin ich so zufrieden mit der Saison und es war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin ja auch für Südafrika. Ich bin so stolz darauf, dass ich da unten gewesen bin und ja, es war gewaltig. Weitaler hat ihre erste Weltcup-Saison bestritten. Ein Jahr, in dem die Schülerin aus Naturns sehr viel gelernt hat. Ich bin noch so jung und man macht noch so viele Fehler. Es passiert das, dann passiert das andere, dann macht man da wieder was falsch. Und aus jedem Fehler kann man irgendwie lernen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Auf der Straße konnte Anna Stricker beim Heimrennen in Bozen ihr riesengroßes Talent unter Beweis stellen. Die Finchkerin wurde im Elite-Rennen Zweite. Ihre Formkurve zeigte steil nach oben. Einer WM-Teilnahme in Florenz schien nichts mehr im Wege zu stehen. Heuer ist vielleicht nicht so gegangen, wie ich erhofft habe. Nach Bozen, wo das Rennen war, habe ich schon eigentlich gehofft, dass es besser geht, weil ich einfach gesehen habe, ich bin dabei. Nachher ist leider in Holland mal ein Sturz passiert. Dann habe ich es in Ellenbogen gebrochen und das Schürfwunden und so. Und das hat mich dann gehindert, dass ich bei der WM dabei war. Und mir hat es schon ziemlich wehgetan, weil ich einfach alles daran gesetzt haben und die haben auch die ganze Saison darauf hingearbeitet, weil einfach die Saison in Florenz war und in Italien. Und ich glaube,
es ist am Ski einen eigenen Land Weltmeisterschaft zu bestreiten. Ist leider nicht so gegangen, aber hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr besser geht. Auch Manuel Quinciato blickt auf eine lange und anstrengende Saison zurück. Der Bozner, der für das Schweizer BMC Racing Team fährt, stellte sich immer brav in den Dienst seiner Mannschaft und schuftete für seine Kapitäne. Ich bin zufrieden mit meinem Niveau. Ich habe mich wirklich gut gefühlt, am meisten bei der Tour de France. Aber ich bin nicht ein Siegertyp, ich bin ein Helfer. Und die Wahrheit ist, dass unsere Kapitäne dieses Jahr war nicht so glücklich waren und so wirklich nicht zufrieden sein über die Saison. Aber das ist Sport und so, wir hoffen, nächstes Jahr wird besser sein. Manuel Quinciato wird wohl auch in Zukunft für das BMC Racing Team in die Pedale treten. Ich habe noch ein Jahr Vertrag und wahrscheinlich werde ich mit der Mannschaft auch weitere Jahre bleiben. Sie sind wirklich zufrieden mit mir und ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Es ist eine super Mannschaft. Ich auch freue mich, in eine amerikanische Mannschaft zu sein. Ich fühle ganz international, vielleicht, denn ich in Bozen geboren bin. So, das ist die richtige Mannschaft für mich. Auch bei den Handbikern hat Südtirol mit Claudia Schuler und Raimund Thaler jederzeit zwei ganz heiße Eisen im Feuer. Schuler konnte beim Heimweltcup in Meran sogar den Sieg davontragen. Ich kann mich noch so gut erinnern, in der Merlinger Steigung, da sind so viele Fans gestanden, die haben mir so viel Kraft gegeben, dass ich da reingekommen bin und auch noch gewonnen habe. Ich glaube, das tut man unterschätzen, was das Heimpublikum alles bewirken kann. Und in dem Sinne möchte ich mich an alle bedanken, die da zuschauen gekommen sind. Ja. Es war also einmal mehr eine Saison zum Applaudieren. Da bleiben für die Zukunft nur wenige Wünsche offen. Wünsche, dass es so weitergeht, dass es gut läuft. Dass noch gesund bleiben, ist wichtig. Und auch, dass der Radsport bei uns sauber bleibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil ich glaube, das ist das Feinste, wenn wir mindestens in Glauben sein und wenn wir eigentlich wissen, dass wir alle sauber sein und die Institutionen sauber sein, dann glaube ich, ist wirklich etwas von Schienen. Und ich glaube, von dem gehen wir einfach aus, weil ich glaube nicht, dass wir in Zusammenreise hatten, da so viele Fahrten und Kilometer zu machen und Tage und Zeiten zu opfern. Wenn wir nachher draufkommen, dass es eigentlich nicht sauber war und das nicht mit ordentlichen Dingen zugang. D'Antones Wünsche in Gottes Ohr. Und außerdem darf man den Mountainbikern, Rennradlern und Handbikern wünschen, dass sie auch 2014 mindestens genauso erfolgreich sein werden.